Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon. Was? Tomb Raider. Pokémon, ja klar. Sieht das aus wie Pokémon? Natürlich sieht es aus wie Pokémon. Und ja, wir erforschen jetzt die... Scheiße, steht hier nicht mehr. Verdammt. Ah, die Halle des Aufstiegs, genau. Das optionale Grab. Mann, ey. Hier ist schon mal ein Lagerplatz. Das machen wir auch. Setzen uns erstmal hier hin. Was? Alle bisherigen Upgrades bleiben aktiv. Riss. Was? Recurve-Bogen. Langbogen. Geil. Wir haben den Bogen geändert. Und wir haben ein neues Upgrade. Abzug aus einem Schlüsselring, der eine noch höhere Schussfrequenz ermöglicht. Das machen wir, denn ich nutze ja hauptsächlich den Bogen. Das heißt, es ist ganz gut eigentlich. Hier brauchen wir noch ein Upgrade. Das kostet 450. Okay, das können wir jetzt nicht machen. Was haben wir denn hier noch so, was wir upgraden können? Hier für 300, hier für 250. Okay, ich glaube, wir nehmen das. Stabilisierung der Waffe ist immer schön. Was haben wir hier? Beseitigt effektiv das Gas beim Feuern, verringert so den Rückstoß. Das ist auch nicht schlecht. Okay. Aber wir sparen, glaube ich, erstmal auf das letzte Pistolen-Upgrade. Alter, ist das cool hier. Nein, bevor wir irgendwas aktivieren, will ich erstmal hier alles erkunden. Der Wind ist ein wenig laut. Jetzt bräuchte ich hier so einen fetten Ventilator, der mir noch irgendwie voll Wind ins Gesicht pustet, damit ich das Feeling auch exakt habe. Heilige Scheiße. Wiederholt, um zu kurbeln. Ach, wir können das Fenster zumachen. Glaube ich. Ja. Ich glaube, das ist... Ja, okay. Gut, wir haben das Fenster zugemacht. Was haben wir denn hier? Können wir irgendwas... Aber es geht wieder auf, okay. Das heißt, ich glaube, wir müssen uns beeilen, das kurbeln und dann das andere da hinten kurbeln. Okay, das machen wir, ups. Das machen wir einfach mal. Und komm. Ganz schnell und jetzt ganz schnell nach da hinten. Wenn Lara mal sich ein bisschen schneller bewegen würde. Jetzt noch hier hin. Okay, cool. Das heißt, wir müssen danach da oben hin. Okay. Okay. Das dürfte ich hinkriegen. Das dürfte ich hinkriegen. Okay, und dieser Wind ist echt nervig nach einer Zeit. So, schnell, 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 schnell. Und hochkurbeln, Lara. Nice. Das erste Wind ist offen. Das erste Fenster. Zack, jetzt müssen wir warten, bis das nächste Fenster aufgeht. Haben wir das nicht gerade gemacht? Moment, können wir hier noch irgendwas anderes machen? Habe ich doch gerade richtig hinge... Habe ich das Timing nicht gerade... Warte mal. Was, wenn ich das hier zuerst mache? Dann bleibt das oben. Okay. Ah! Das geht... Ah, okay. Dann muss ich ein bisschen warten, bis ich das hochkurbel. Okay. Dann habe ich es verstanden. Dann ist alles fresh. Okay. Würde ich sagen, warten wir, bis das erste Fenster aufgeht, oder? Ne, bis das erste anfängt zu klappern. Ja, jetzt. Oh, shit. Ich glaube, das war ein bisschen zu spät. Komm. Nice. Mach auf, geh auf, geh auf. Okay. Nice. Okay, wir haben es geschafft. Okay, super.
Super duper. Das darf da nun nicht aufgehen. Okay. Und springen. Nice. Geh weiter. Und springen. Nice. Okay. Hui. Wunderschön. Gehörte das hier zu einem größeren Komplex von Ruinen? Ich glaube schon. Sieht zumindest so aus, ne? Sieht zumindest so aus. Heiliger Scheiße. Alter, ist das hier geil. Was haben wir hier? Fähigkeitspunkt bekommen, okay. Handfeuerwaffe, 3 Teile gefunden für die Handfeuerwaffe, okay, cool. Geocache-Karte, Belohnungsort ansehen. Erreichen Sie durch... Achso, erreichen Sie das... Okay. Wir haben hier jetzt also Geocache-Signal hingesendet. Okay, sag ich mal. Hingesendet, sag ich jetzt einfach mal, ne? Also, wir haben hier für jetzt ein Geocache-Signal. Das heißt, wir finden diesen Ort immer wieder. Wenn wir ihn wiederfinden wollen. Oh, ich hab mich gerade vor diesem Pferd erschrocken, ne? Ich dachte gerade, hä, was steht denn da jetzt auf einmal? Nein, scheiße. Und dann warst du das Pferd. Okay. Nice. So, einmal das... den Fähigkeitspunkt investieren. Wir investieren erstmal alles hier rein, oder? Was haben wir hier denn jetzt? Oh ja, Kletterkünste. Ja, wir meistern die Kletterkünste. Und ja, die Dings werde ich jetzt noch nicht ausgeben. Das Bergungsgut. Da ich ja, wie gesagt, erstmal alles für die Handfeuerwaffe finden will. Genug haben will. 450 waren das, ne? Genau. Okay. Gut, dass ich erst hier oben lang gegangen bin. Ich wollte nämlich, ich war erst am überlegen, ob es hier vielleicht wieder ein anderer Weg sein könnte, um dann später zurückzukommen. Aber wir mussten hier sogar als erstes hin, um den Belohnungsort auf der Karte anzusehen oder anzulegen. Ja, cool. Hä? Egal. So, können wir jetzt wieder normal laufen, bitte? Das ist mal so nervig, wenn Lara dann auf einmal so langsam hier langlaufen muss. So, okay, wir rutschen hier runter. Hier ist nämlich noch ein Geocache. Bergdorf Geocache. Hier können wir nochmal runterspringen. Ja. Können wir das hier noch aufmachen? Okay, schön. Und noch einen Buddha anzünden. Da unten ist nochmal ein... Oh, okay, da unten sind nochmal Eier. Die will ich natürlich auch nochmal haben. Da würde ich sagen... Wie kommen wir denn jetzt da hin? Scheiße. Bogen. Das hier kann ich ja... Ja, ich kann es nur ziehen, okay. Wie kommen wir jetzt wieder zurück? Kann ich dagegen... Ich will es gar nicht probieren, dagegen zu springen. Verdammt. Ach hier, okay. Würde ich sagen, nutzen wir den dafür. Einen anderen könnten wir auch gar nicht nutzen. Ah, wir können mehrere von diesen Dingern hier haben. Sag ich jetzt mal Dingern da. Also von den Pfahlen. Fehlen? Fehlen? Heißt es Fehlen? Keine Ahnung. Von dem Pfahl können wir mehrere nutzen, um zu verbinden. Okay. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Okay. Nein, das wollte ich jetzt auch nicht. Mann. Und hoch hier. Nice, Lara. Schöne Sache. So, und jetzt können wir... So. Ich muss darüber. Oh Mann, dreckiger Wind, ey. Warum muss der Wind auch jetzt kommen? Ausgerechnet. Oh Gott. Habt ihr das gerade gesehen?
Das, dieser Grafikbug, dass Lara sich in der Luft festgehalten hat. Oh Gott. Oh. Okay. Ich hab das dumpfe Gefühl, dass das alles eine Falle war. Kann ich es anzünden? Cool. Vielleicht bringt das ja irgendwas. Ich zünd mal an. Hier und hier. Schade, hat nichts getriggert. Schade, das wäre ziemlich cool gewesen. Haben wir hier noch was? Nein, haben wir hier drüben was? Nein, können wir da... Nein, das bringt nichts, so hoch zu gehen, glaube ich. Okay, ich habe das echt das Gefühl, das war eine Riesenfalle und das war kein Co-Captain, der uns hier gerufen hat, sag ich mal. Aktuelle Position, Bergpass, ja. Können wir nichts anzünden, schade. Hey Lara, Roth hat uns von dem Flugzeug erzählt. Keine Sorge, wir kommen schon von hier weg. Hoffentlich. Habt ihr was von Sam gehört? Ihre Spur führt zu einem alten japanischen Palast. Das klingt gar nicht gut. Hey, cool. Keine Sorge, sie macht sicher nur eine Besichtigung. Du bist ein schlechter Lügner, Alex. Was? Du musst da drin vorsichtig sein. Viel Glück. Okay, das ist wieder ein Lager. Ja, ich wollte... Ja gut, nur hinsetzen schnell. Ausgedorrte Schlucht. Okay. Wo gehen wir zuerst lang? Da rechts? Oder hier links? Ich gehe mir erst hier links lang, weil hier sind wir unten und ich denke, wir müssen da oben lang. Deswegen, der rechte Weg führt, glaube ich, nach oben. Oder wir sind hier richtig. Ich glaube, wir sind hier richtig, dann gehe ich nochmal den anderen Weg. Vielleicht wird da oben einfach nur irgendwas, sein. Irgendwas Special-mäßiges. Okay. Wir kommen da gar nicht nach oben. Okay. Ich glaube, da oben ist auch nichts, oder? Nee, stimmt, da ist nichts. Okay. Ich mein Kopf einfach auch so nach oben drehe, wenn ich nach oben gucken will in Game. Es ist schlimm. Diese Ruinen sind älter als die Kofun-Periode. Was ist die Kofun-Periode? Das würde ich gerne mal wissen. Ich glaube, das google ich nachher. Kofun-Periode, okay. Ich merke mir das mal. Ich merke es mir wahrscheinlich eh nicht, aber... Ich versuch's. Himiko? Vielleicht Himiko? Alter, das ist geil hier, Mann. Unglaublich. Captain Jessop? Captain Jessop? Das war doch gerade einfach nur zweimal die gleiche Aufnahme abgespielt, oder? Ohne Shit. Können wir da oben uns irgendwie ranhängen oder so? Willi ist ein Pfahl. Irgendwo was machen? Nee. Da unten glaube ich auch nirgends. Da oben vielleicht. Auch nicht. Da hinten auch nicht. Nee, ich glaube nicht. Oh mein Gott. Heilige Scheiße. Für ein Kind hast du mir ziemlich viel Ärger gemacht. Ist das nicht Matty? Aber du bist ebenso naiv und berechenbar. Tötet sie! Hey, wer ist das? Das sind sie, die Oni-Wächter. Okay.
Kacke. Mein Greenscreen nervt gerade ein bisschen, ey. Das ist so abgefuckt hier auch. Hier. Mein Pulli ist einfach zu doof. Da reflektiert das Grün. Gutes Thumbnail. Auf jeden Fall gutes Thumbnail. Okay, komm. Nice. Was eh? Würde ich aber auch gern wissen. Lass mal noch kurz nachgucken, ob hier irgendwas Interessantes rumliegt. Natürlich ist hier noch ein Weg, um abzuhauen. Ja. Was ist das denn? Für ein Viech. Heilige Scheiße. Okay. Fucking Kay. Wir haben keine Waffen. Doch, wir... Warte. Was? Das finde ich jetzt doof. Ich meine, es ist gut, dass wir noch eine Waffe haben, aber es ist doof irgendwie. Es ist total hohl, als ob die mir die Waffen nicht abgenommen haben. Das wäre jetzt so ein... Das wäre ein guter Verbesserungsvorschlag. Dass man in dem Teil hier noch irgendwie seine Waffen wiederholen muss oder so. Das wäre um einiges besser, als dass man sie noch hätte. Ma. Okay. Aber egal, ich akzeptiere es mal. Irgendwie hier, dass die Waffen hier irgendwie rumliegen oder so zum Beispiel. Keine Ahnung. Hoffentlich funktioniert das Ding. Schrotflinte! Bam! Okay. Sie suchen nach mir. Okay. Jetzt weiß ich auch, wie wir da noch weiterkommen, wo ich dieses Gitter im letzten Part nicht zerstören konnte. War es im letzten Part? Ich glaube, es war im letzten Part. Nee, doch. Ja, ich glaube, es war im letzten Part. Dieses Gitter konnte ich ja nicht zerstören. Dieses eine. Warum bist du denn eine... Egal. Eine Sonnenkönigin und ihre Sturmwache. Ist es das, was ich gerade gesehen habe? Himiko, die erste Sonnenkönigin. Das ist Yamatai. Jo. Nein, echt. Kann ich da reinballern? Das ist unglaublich. Wäre mal eine Idee, ne? Das sieht aus wie ein Feuerritual. Ein Opferritual. Schrecklich. Aber warum wurden die Frauen verbrannt? Eine Reise. Dieses Kloster? Wasser eingießen. Aber warum? Keine Ahnung. Und da bist du.
Königin. So toll sieht ihr es nicht aus. Da wird kein Wasser eingegossen, sondern Macht übertragen. Das ist ein Aufstiegsritual. Ich wollte gerade sagen. Nachfolgerin. Da ist sie. Scheiße! Als ob der das überlebt hat! Ich liebe Schrotflinten! Scheiße. Ich weiß es nicht. Aber es sah heftig aus. Scheiß die Wand an! Was war das? Okay, der Part ist zu Ende, aber ich will eigentlich gerne noch schnell ein Dings finden. Eine Feuerstelle, wo ich mich hinchillen kann. Ich muss wohl irgendwie. Warte mal. Kann ich nicht, okay. Ah! Das war ja jetzt einfach. Ich hätte gerne Feuerstelle, weil ich glaube, nur dann speichere ich. Danke. Die Wächter sind hier. Kann ich mich nicht ducken? Nee, kann ich nicht. Egal. Gut, wir chillen uns noch an die Feuerstelle. Benutzen noch diesen Fähigkeitspunkt, denn wir haben... Das hier ist super. Ja, versteckte Belohnungen finden ist immer schön, würde ich sagen. Was finden, schalten wir da noch frei? Alle Grabeingänge und Schatzkarten sind... Gerne! Das können wir aber noch nicht machen. Wir brauchen noch... Ja, die beiden. Oder zwei Fähigkeiten müssen wir noch machen. Upgraden. Gut, dann upgraden wir noch schnell einmal... Oh, jetzt habe ich eine Schrotflinte. Komm schon, jetzt will ich die upgraden. Fügt einen alternativen Feuermodus hinzu. Was? Mit welchem eine größere Reichweite erzielt wird? Das ist cool. Schnitzel, Laufmantel, der die Bedienung leichter und dadurch den Schaden... Oh, noch mehr Schaden. Schlagdraht dazwischen. Oh, ja. Schneller schießen können. Schießen stabilisiert und den... das ist egal, aber oh, das ist alles drei geil. Mann. Aber nehmen wir, glaube ich, erstmal das teuerste. Aber die Reichweite brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich hätte mehr Schaden oder schnellere... Ich glaube, ich nehme die schnellere Taktrate. Attack Speed ist immer gut. Ich finde Attack Speed Gola. So, und sonst können wir jetzt auch nichts weiter upgraden, ne? Richtig. Das hier zu teuer alles. Das hier kostet 450, ne? Ja, genau. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns bei... Kannst du mal nicht irgendwie... Okay, so ist besser. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder, Leute. Danke. Haut rein.